Sollten Sie nicht verpassen. Und nicht verpassen sollten Sie auch jetzt zum Abschluss unserer Sendung die große Aspekte-Klammer. Wir kommen nämlich nochmal zurück. Elton John. Nicht zu Elton John, aber fast auch zu einer schrillen Brille, möchte ich sagen, wenn Sie so wollen, der Elton John 2.0. Aus Schottland, Louis Capaldi. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into night. Mal ehrlich. Würden Sie vermuten, dass so ein Typ ausgerechnet Balladen singt? Millionen Menschen hören dem Schotten Louis Capaldi seit 2 Jahren begeistert zu, digital und live. Melancholische Songs sind seine Spezialität und die passen so gar nicht zu seinen verrückten Instagram-Posts. Mit 12 begann seine Karriere mit Auftritten in Pubs. Heute ist er in der Musikbranche eine absolute Ausnahmeerscheinung. Mit seiner Mischung aus Selbstironie, einprägsamer Stimme und persönlichen Texten. Er sei ein Weirdo, sagt er von sich selbst. Er brauche das Schräge, um das Musikbusiness aushalten zu können und um den Spaß an der Sache nicht zu verlieren. Denn der sei ihm bei allem das Wichtigste. Und ich finde, das kann man auch ganz gut sehen. Herzlich willkommen dem Weirdo, dem Tänzer, dem baldigen Superstar. Hier ist Louis Capaldi. Hallo. Hallo. Ich habe gesagt, baldiger Superstar, aber wenn man sich mal anschaut, der Mann hat bis vor kurzem noch so ein paar Videos ins Netz gestellt. Das ist gar nicht so lange her und heute ist er die offizielle neue Nummer 1 des Vereinigten Königreiches. What happened? What happened to you? You know, it's just a bit ago that you started putting some videos on the net. Yep. And today you became number 1 in the UK charts. What's happening? I don't know. but it's good. I'm glad. I'm glad it's happening. It's nice. It'd be nice. I don't have. I live with my mum, you see, and I would like to not live with her anymore. Mm-hmm. So, if you can buy my album, please do it. Das war mal eine ziemlich charmante Werbung. Er hat gesagt, er wohnt noch bei seiner Mutter. Also wenn Sie das Album kaufen, dann könnte er vielleicht irgendwann mal ausziehen. Das würde ja, würde ja schon helfen. Is it true that the secret of your success is your being schizo? Being schizo. Yeah, you know what I mean. On the one hand, the humor. On the other hand, yeah, the power ballads. You know what? You. I guess so. I think people like that. If I was to be as sad as my songs are all the time, I'd be a really boring person, and I would hate myself. But I think I don't know. I do my songs, and they're like sad and emotional, and then I talk about going for a poo on my Instagram. Also er glaubt tatsächlich auch wie ich, dass diese Schizophrenie, die in ihm steckt, also auf der einen Seite dieser alberne Humor, dass er auf seinem Instagram-Account aufs Klo geht und das auch zeigt, und auf der anderen Seite aber auch sehr traurige Lieder singt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich am Ende das, was ihn dahin gebracht hat, wo er jetzt ist, nämlich auf der Aspektebühne. Und now we have to listen to your new songs. We have to. Ich meine, das ist wirklich ein wunderbarer Zufall. An dem Tag, als die Nummer 1 von Großbritannien zurückgetreten ist, Theresa May, haben wir die neue Nummer 1 aus Großbritannien hier, Louis Capaldi. Und er hat einen wunderbaren Titel für sein Album auch gewählt. Divinely Uninspired to a Hellish Extent, also göttlich uninspiriert zu einem höllischen Ausmaß. Und daraus hören wir jetzt seinen Überhit, der milliardenmal schon gestreamt wurde. Wenn Sie ihn noch nicht kennen, dann kennen Sie ihn, lernen Sie ihn jetzt kennen. Hier ist Someone You Loved von Louis Capaldi. Ja. Ja. I'm going under, and this time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say,
but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to give me through it all. I let my guard down, either you pulled the rug. I was getting kinda used to being so alone. I'm going under, and this time I feel there's no one to turn to. This all or nothing way of loving got me sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, either you pulled the rug. I was getting kinda used to being so alone, and I try to close my eyes when it hurts sometimes. I fall into you. I'm so be safe in yourself till I come back around. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. Let my guard down, either you pull the rug. I was getting kinda used to being so alone, but now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. Let my guard down, either you pull the rug. I was getting kinda used to being so alone, let my guard down, either you pull the rug. I was getting kinda used to being so we love. Luis Capaldi, Someone You Love. Oh, weia. Begleitet von Aiden am Klavier, nicht zu vergessen. Ich glaube, Mama Capaldi weint bittere Tränen, und der kleine Luis wird bald ausziehen. Ich glaube auch. Bin sicher. Nächste Woche. Prism is a Dancer. Und Aspekte gibt's wieder zwei. Richtig. Das wollte ich auch gerade sagen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Danke. Luis Capaldi. Vielen Dank. Schönen Abend. Bravo.